Juli fand auch dieses Jahr im Kurpark von Bad Krozingen das Lichter- und Quellenfest statt. Am Samstagabend gegen Einbruch der Dunkelheit konnte man die farbenfrohe, leuchtende Pracht bestaunen. Über 15.000 Kerzen und Lampions tauchten den Kurpark in romantisches Licht. Live-Musik auf der Bühne rahmte das Lichterfest musikalisch ein. Aber auch tagsüber wurde auf dem Fest viel geboten. Tanzmusik sorgte am Sonntag für gute Unterhaltung und animierte zum Mitmachen. Selbstverständlich wurden die Gäste an den zahlreichen Bewirtungsständen kulinarisch verwöhnt. Von Wein über Flammkuchen bis hin zur Grillplatte war die Auswahl groß. Die Veranstalter zeigten sich auch angesichts des guten Wetters rundum zufrieden. Mit dem Lichterfest in diesem Jahr sind wir äußerst zufrieden. Wir hatten etwas Bammeln vor schlechtem Wetter. Aber am Samstag konnten wir alle unsere Lampions, alle unsere japanischen Bambuslaternen, alle unsere Tellerkerzen im Kurpark Bad Krozingen anzünden. Es war eine ganz, ganz tolle romantische Atmosphäre. Unsere Gäste haben sich wohlgefühlt. Wir konnten über 8.000 zahlende Gäste im Kurpark Bad Krozingen begrüßen. Das generationsübergreifende Fest lockt jedes Jahr aufs Neue viele tausend Besucher von nah und fern nach Bad Krozingen. Das Familien- und Kinderprogramm mit extra Kinderwelt garantiert dabei gute Unterhaltung für die ganz Kleinen. Im nächsten Jahr, im Jubiläumsjahr Mineral-Thermalwasser von Bad Krozingen, werden wir selbstverständlich wieder ein ganz, ganz tolles Open-Air-Programm zusammenstellen. Mit Lichterfest, mit Klassik-Open-Air, mit Volksmusik-Open-Air und mit international renommierten, bekannten Pop- und Rockgruppen. Sonntagabend endete das diesjährige Lichter- und Quellenfest im Kurpark mit einem prachtvollen Feuerwerk. We'll be right back.